Fernsehen nur schon eine Stufe weiter, näher am Abgrund. Was? Nein. Radio hat das große länger Glück geben als Fernsehen. Radio hat das große Glück, dass es im Auto verfügbar ist, während du fährst. Das ist großes Glück, weil würde das nicht existieren, glaube ich wirklich, dass das Radio, bis auf die ein, zwei Leute, die morgens das Radio anschmeißen, damit etwas läuft beim Frühstücken, ja, nö, sonst braucht das keiner. Ich zum Beispiel mache Radio auch an, wenn ich irgendwie in der Küche bin oder so. Oder? Wie gesagt, damit halt einfach irgendwas läuft. Da mache ich Sachen. Halt, ja. Aber was auch, zum Beispiel, das habe ich ja in einem anderen Random Talk schon mal gesagt, ich glaube, das war sogar der letzte. Der Radiosender, den wir hier haben, 1 Live, bietet immer wieder ganz cooles Programm. So. Ja, und ich setze mich jetzt nicht abends hin und höre Radio. Ja, klar. So, das mache ich jetzt nicht. Aber es gibt halt auch manche Sachen, die du dir dann halt im Nachhinein anhören kannst. Und deswegen wird es die Radiosender nicht mehr als Radiosender vielleicht irgendwann geben, aber die sind halt trotzdem noch, also 1 Live zum Beispiel, wird es trotzdem noch im Internet irgendwie geben und da zu konsumieren sein als Podcast, ja, Live-Podcast. Als sowas auch und so spezielle Dinge schon, sind aber die besser als Fernsehen? Wer hört noch wirklich Radio, um Musik zu hören? Also da ist wirklich sehr wenig. Ja, Musik ist so eine also Sache. Also halt alles ist halt im Auto. Ja, aber sonst, ich war, abgesehen die, vom die, Auto die letzte Woche, habe ich mal wieder probiert, Radio im Auto laufen zu lassen. Also nicht meine eigene Musik, weil irgendwie hatte ich da keinen Bock mehr drauf, hab den Stick dann abgenommen und hab mir mal so Radio gegeben. So, und ich bin an diesem Tag insgesamt 3 Stunden gefahren. Einmal hin und einmal zurück. So, auf der Hinfahrt fahre ich so ein Dülü und dann sprechen die da und machen blöde Witze und so eine Scheiße. Und die machen echt ziemlich oft blöde Witze. Selten erzählen sie wirklich was mich interessiert. Dann kamen Nachrichten, da dachte ich mir, oh, ein Glück. Hab mir dann die Nachrichten angehört und dann ging's los mit Musik. So, und dann kam so die Musik, so Chartmusik halt. So, und dann läuft die so, ich denke mir so, ja, okay, hast du schon mal gehört? Ja, klingt ja gar nicht so schlecht. Ist zwar nicht so meins, aber gut. So, und dann wird Chartmusik abgelöst von Chartmusik aus den letzten paar Jahren. Und da denke ich, ach Gott, nee. Haben die da immer noch nicht losgelassen. So, Fahrt vorbei, ich mache meine Sachen. Ein paar Stunden später fahre ich dann wieder zurück. Mach das Radio an. Und da laufen wieder 3 Tracks hintereinander, die vorher schon hintereinander gelaufen sind. Von den heutigen Chartgesängen. Ich denke mir, Alter, die ändern ihr Konzept auch einfach nicht. Ja. Ihr Konzept ist nämlich, alle 2 Stunden die Zuschauer zu fragen, was sie hören wollen. Und es schalten ja immer neue Zuschauer ein. Und diese neuen Zuschauer wollen ja unbedingt ihr Lieblingslied aus den Charts hören. Und deswegen läuft das einfach durchgehend. Ja, aber das Konzept gibt es nicht immer überall. Also das ja, ist, das gibt es ja nicht auf jeden Sender. Ich muss jetzt sagen, bei 1 Live... Ich finde, das große Problem, was Radio hat, ist, dass die Sender im Generellen alle nicht spezialisiert genug sind, sondern alle immer versuchen, so die breite Masse zu bedienen. Und meines Erachtens ist das ein Problem, was aus dem klassischen Radiosender kommt, mit Internetradio, wo halt einfach die Verfügbarkeit viel größer ist. Da sehe ich dann da schon eher die Zukunft. Aber sonst höre ich halt Radio nicht, weil mich einfach dieser Standard, das, was halt diese breite Masse interessiert, da interessiert mich vielleicht ungefähr 1 von 20 Liedern. Und ich will halt, manchmal habe ich halt auch Lust, ich mache Musik an und möchte mir eine gewisse Musikrichtung oder eine gewisse Stimmung, was Lieder geht, anhören. Das ist, da wäre es ja halt cool, wenn es natürlich mit entsprechend Radiosender gibt, die halt da so spezialisiert genug sind, dass sie genau dieses eine Verlangen, das ich habe, gerade befriedigen können und da vielleicht dann eben auch gut sind, weil sie mir vielleicht auch neue Lieder zeigen, genau in dieser Richtung, wie ich sie davor noch nicht kannte. Aber so wie es jetzt momentan ist und so wie das Konzept momentan auch aussieht mit ganz normal Standard UKW-Funk, sehe ich da persönlich jetzt auf Dauer nicht so die Zukunft. Ja, aber so ein Radiosender kann auch einfach nicht, könnte nicht überleben. So, weil, das, ganz ehrlich, ja, es stimmt wenn schon, wenn sie müssen die Breite Deeper House oder so laufen würde oder keine Ahnung, was auch immer,
irgendwie sowas. Das interessiert viele Leute halt einfach nicht. Sowieso nicht. So. Und deswegen. Deswegen ist das Konzept halt an sich, so wie es momentan ist, meines Erachtens nicht mehr zukunftsfähig. Weil, Ja, doch. Weil es immer so bleiben wird, dass bis jedes Auto überall Internet hat, und das dauert, glaube ich, noch eine ganze Weile, wird es einfach so bleiben, dass, wenn du das Radio im Auto anmachst, was einfach voll viele machen und immer, und allein schon wegen Verkehrsfunk, das immer noch viele Leute machen, du einfach weiter Radio hörst. Ich glaube gar nicht mehr, dass es so lange brauchen wird, bis hier das Auto Internet hat. Weil es eigentlich hauptsächlich, aber dann hast du andere Länder, wo du immer noch hauptsächlich darauf ankommt, aufs Handy, wie viel Internet du mit deinem Handy hast und wie dort die Volumenverträge in Zukunft aussehen. Ich momentan mit 3 GB Datenvolumen kann eigentlich so viel Musik streamen, wie ich will. Das geht nicht weg. Und da es immer mehr darauf hinausläuft, dass das Handy auch ein integraler Bestandteil des Auto-Infotainment-Systems wird. Infotainment-System, schöner Begriff, gell? Schätze ich auch, dass es somit sich halt irgendwann in gewisser Weise aufs Auto mit übertragen wird. Und somit sehe ich da jetzt, ehrlich gesagt, das gar nicht mal mehr insofern in der Zukunft. Ja, aber das heißt wieder das Europa-Problem. Sobald ich einmal eine halbe Stunde über die holländische Grenze fahre, am Arsch. Weil da kostet mich Internet. Momentan, aber Europa arbeitet ja hart dran, die ganzen Roaming-Kosten wegzumachen für ganz Europa. Was, glaube ich, sogar bis 2017 sogar geschehen soll. Ich muss ja sagen, was mir gerade einfällt, man kann in Deutschland tatsächlich ab und zu Radio hören. Und das ist vor allem abends und das vor allem am Wochenenden. Also relativ spät, so 9 oder 10 Uhr so. Da gehen so super chillige Beats durch die Radios. So richtig Automusik, sage ich immer. Ja, genau. Das ist sau chillig. Das ist perfekt. Es trifft immer den Mut, was gerade ist. Es ist dunkel, lange Straße und du fährst einfach. Ja. Und das ist immer perfekt. Und die Sache ist die Lieder wiederholen sich nicht. Die paar Male, dieses einmal im Monat, wie ich das dann vielleicht höre, sind es immer neue Lieder. Und keiner, der blöde Witze dazwischen reißt. Ja. Oder so ein Bullshit. Oder dazwischen was auch cool einmal ist, irgendwie Nachrichten und das ist gut. Das ist aber meistens, ich weiß gar nicht, ob das am Wochenende ist, ich glaube nicht, eher unter der Woche. Und dann auch nicht um 22 Uhr, sondern halt um 19 Uhr, 20 Uhr oder so. Da sind dann entweder, keine Ahnung, tatsächlich Konzertübertragungen oder Lesungen oder so. Ja, Lesungen, genau. Cool. So Hörbuch-Remixes. Oder halt einfach so, jemand stellt ein Buch vor und dann liest er noch 2 Kapitel aus. Macht er so ein kleines Interview, liest dann kurz vor, dann kommt kurz wieder so ein chilliger Beat oder geht das nächste Kapitel los und sowas. Sowas kann man sich geben. Das ist ja alles nicht so schlimm. Gut, ich muss zugeben, dass die Bücher echt wunderlich ausgewählt wurden ab und zu. Ja, wo es meistens um Jugendprobleme und Schwule geht, wie die ihr Leben leben. Ich meine, nichts gegen die, aber ich fand das schon komisch. Er drang in mich ein. Ich bin so richtig gut, vor allem mit dieser super ruhigen Stimme. Sitzt. Er drang in mich ein und ich wusste nicht, was ich denken sollte. Wie du im Auto sitzt, weißt du? So ganz normal auf die Straße guckst, so la 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 la. Ja, so ein bisschen happy fährst und dann kommt so und dann sagt einfach nur einer schwul und du plötzlich so völlig obszön schaust du aufs Radio wie so ein Rentner. Der gar es war, mit es war tatsächlich genauso. Ich fahr so, es war dunkel, ich so am Fahren, la la. Und dann war diese Lesung. Ich denke mir, oh, cool, Lesung, das ist schön. So, und ich war halt mittendrin so eingestiegen. Ich wusste nicht, worum es geht. Und dann musst du erstmal gucken, dass du den Faden bekommst. Und du fährst dann so und dann wird erzählt, ja. Und dann ging ich die Treppe hoch. Und dann, Mutter hat mir gesagt, na, 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 und deine Hausaufgaben. Und ich so, ja, okay. La, la, la. Und dann erzählt er so, ja, dann kam mein Freund zu mir nach Hause. Ich denke mir einfach nichts Böses. Und ich fahre, da kam mein Freund zu mir nach Hause und wir haben, keine Ahnung, was gezockt oder wir haben über die Schule geredet. Und ehe ich mich versah, sagte er drang in mich ein.
Und dann hatte ich genau diesen obszönen Blick, von dem du geredet hast. Alter, ich wäre fast von der Straße abgekommen, weil ich mein Radio angeschaut habe. Das ist alles, ich weiß nicht, ist das alles dieser L. James Trend nach Shades of Grey? Ich kann es nicht sagen. Oder gab es solche Bücher auch schon in dieser Form vorher? Wo ja. teilweise so Szenen ich glaube so schon. Krass detailliert und shit beschrieben wird, wo du dir wirklich teilweise denkst, krass. Aber das beste Zitat aus Shades of Grey ist einfach, wo ich mich vor Lachen nicht mehr halten konnte, ja, als ich das gehört habe. So, der sagt dann da so zu der so, ja, und dann sind die da irgendwo bei dem zu Hause oder so. Sagt er, ja, und dann sind sie bei ihm zu Hause. Und dann meint er nur so, meint ihn nur so ganz direkt, ja, schläfst du dann mit mir? Und der so, ich schlafe mit niemandem. Ich ficke. Was? Vor allem noch so diese Pause und dann ist hart. Das ist so gut. Und dann kam er um die Ecke, der Feuerwehrmann. Alarm. Aber nur so richtig gut. Ich ficke. Oh Mann. Hart. Ja, sowas ist das schon wieder krass. Alter. Ach, siehe, Psycho, ist schön, dass du da noch aktiv mithörst, damit du uns sowas dann mithörst, mitguckst, mitliest. Ja, ich wollte diesen Hype verstehen, tatsächlich. Und hast du das Buch ich, gelesen? Ich, ja, tatsächlich. Du hast das Buch gelesen. Hättest du jetzt den Film geguckt mit einer Freundin oder so, hätte ich das verstanden, aber du hast alleine dieses Buch gelesen. Nee, ich hab's, weil nämlich alle oder fast alle weiblichen Freundinnen in meinem Umfeld haben das gelesen. Ja, so. Aber dann, das ist war bei dieser mir Hype auch noch so, in den Medien so groß, einfach, weil der Film rauskam. Und dann habe ich beschlossen, weil ich ja eh relativ viel jetzt lese, momentan, das zu lesen. So, dann am Anfang geht's halt wie ein ganz normales Buch los. Du denkst so, ah ja, okay, bla bla. Und ich muss mir vorstellen, halt wie du auf dem Bett liegst und dieses Buch liest und dann kommt deine Mutter rein und mit so einem verstörten Blick geht so langsam rückwärts zu dir. Und dann rennt sie raus zu deinem Vater und sagt, hey, komm, schau mal, Frank, scheiße. Ich dachte, unser Sohn wäre normal. Nee, aber keine Ahnung, es ist komisch, das Buch, aber irgendwie geht's halt abgesehen von diesen ganzen Szenen auch um irgendeine normale Geschichte. Es ist schwer zu erklären, aber ich kann den Hype irgendwie... Oh, dieses Zitat. Der Hype ist nur entstanden, weil es so extrem um halt dieses Thema geht. Weil es ein Porno in Schriftform ist und damit sich die Frauen nicht anmaßen müssen und sagen, ja, ich habe gestern ein Porno geguckt, sagen sie, ich habe 50 Shades of Grey gelesen. Was an sich eigentlich nur das Gleiche ist. Der Porno läuft nur in ihrem Kopf. Wenn da ein Typ ist, der sagt, ich ficke hart, dann ist das für mich keine vernünftige Lektüre, das ist ein Porno in Schriftform. Und da kannst du nicht sagen, das Buch ist gut, sondern also, keine Ahnung. Ich sage ja nicht, der Porno war gut. Das sage ich nicht. Weil es ist er kommt nur in die Lesezeichen. Ist, ja, so ähnlich. Man kann sagen, ein Porno war schlecht, aber du kannst nicht sagen, dass ein Porno gut war. Das tut man nicht. Er kommt nur in die Lesezeit. Bitte, jetzt hör auf, darüber zu reden. Zurück zum Buch, was schon obszön genug ist. Ja, es war teilweise, gab es nämlich genau solche Momente, wie ich es gerade beschrieben habe, wo der das erzählt. Und es war einfach nur verdammt lustig. Ich muss mir auch, wie du es so vorgetragen hast, muss ich mir jetzt einfach Mad Max vorstellen, hinten in diesem LKW. Und die stellen ihm einfach so eine Frage. Max, sind sie immer noch hinter uns? Ich ficke. Halt. Ey, du willst gar nicht wissen, wie oft ich mit meinen Freunden, mit denen ich Counter-Strike spiele, wie oft wir das jetzt irgendwie verarschen. So richtig so, keine Ahnung. Ey, warum schießt du denn nicht? Ich schieße nicht. Ich baller. Hart. Oder irgendwie sowas. So richtig dumm die ganze Zeit. Das ist irgendwie halt so... Das ist Running Gag auf jeden Fall. Running Gag. Sehr witzig, tatsächlich. There's vomit on his mom's spaghetti. Da gab es halt dann. This vomit's gotta go. Keine Ahnung. Ach ja. If you had.
Mom's spaghetti. Spaghetti. Would you grab it or let it slip? His palms spaghetti, knees weak, arms spaghetti. There's vomit on his sweater, spaghetti. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm. Spaghetti to drop bombs, but he keeps on spaghetti. What he wrote down, the whole crowd goes spaghetti. He opens his mouth, but spaghetti won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. Spaghetti's run out, time's up, over, blow. Oh yeah, he opens his mouth, but spaghetti won't come out. Ja, ihr solltet das vielleicht mal verlinken oder so. Ja. Ja, vielleicht. Damit eventuell. Die Zuschauer, Zuhörer auch wissen, worum es geht.